Herzlich willkommen zurück. Hier ist euer Bombi von den Weaklingen mit einer weiteren Episode Doom. Letztes Mal habe ich ja den Eingang gesucht, wo es weitergeht. Ich denke, ich habe ihn gefunden. Hier gerade rein. Da muss ich hin, wo der gelbe Punkt ist. Oh, dieser Typ, ey. Der labert die ganze Zeit. Ich musste die Aufnahme sogar zuschneiden, weil der halt die ganze Zeit gelabert hat. Aber jetzt gehen wir rein. Blutspuren. Ist jetzt nichts Besonderes in dem Spiel, aber hier ist schon ziemlich viel Blut. Oh, ein neuer Gegner. Wow. Ach, gleich zwei. Weil es gerade so schön ist. Wow. Oh. Kopf weg. Ich muss sagen, die sind echt schnell, die Dudes. Oh, die Karte. Holy shit, das sind so komische Stiere, die auf einen zulaufen. Die sind ziemlich unangenehm. Also ich finde sie zumindest ziemlich unangenehm. Damn, oh, hier wäre noch eine Tonne gewesen. Ja, dann lade ich mich mal auf. Schön auf 200 Leben. Das ist also der Hayden. Cooler Dude. Oder auch nicht. Ich muss noch mehr Death from Above Glory Kills machen. Ich wollte eigentlich... Oh, ich sehe gerade, ich habe 6 Waffen-Upgrades. Ja, dann da holen wir uns doch mal was Geiles, oder? Kosten 6. Ja, eins davon. Ich würde es auch ein bisschen davon abhängig machen, was denn hier dieses Mastery ist. Demons killed by the precision bolt will explode. Dealing damage to nearby demons, okay. Und was geht hier ab? Holding the weapon mod to lock now spots up 3 targets. Das klingt geil. Ich gehe mal auf den Rocket Launcher. Kill 5 summoners using the lock-on burst. Okay, ich muss die Summoner mit dem Lock-on-Burst killen. Können wir ja kurz nachschauen. Summoner, das sind die Dudes. Ah ja, okay. Pinky.
Pinky sind die, die jetzt gerade aufgetaucht sind. I see. So. Was ich aber eigentlich hier in dem Menü machen wollte, ist nachschauen, wo es weitergeht. Okay. Ich muss dann Schalter drücken und dann geht's weiter. Das war die Chain Gun. Okay. That demon seems to have taken your key card. You will need to find it. The tram station will not be accessible without proper clearance. Ja, dann machen wir das doch mal. Oh Mann! Ich muss sagen, die halten ziemlich viel aus, ey. Da wäre ein Upgrade gewesen. Death from above! Oh, ich hab's jetzt sogar. What damage! Ja, hat sich schon gelohnt. Ich meine, die Gegner sind einfach super easy zu killen mit Quad Damage. So, ich kann da irgendwie mit Jump Pads hoch, aber... Ah ja, da ist so ein Dude. Den gönne ich mir natürlich schon. Hey Dude. What's up, Dude? Hier scheint es weiter zu gehen. Wollte da noch drüber schauen. Ja, da ist nichts drauf. Da ist nichts. Irgendwo war doch noch eine Rune, wo ich... Oh Gott. Ja, da weiß ich immer noch nicht, wie man hinkommt. Ach, die Rune ist ganz da hinten. Ja gut, vergesst es, vergesst es. Da komme ich ja nochmal hin. Ja, da komme ich nochmal hin. Das passt. Aber hier habe ich jetzt nichts verpasst, oder? Nee. Dann gehe ich weiter. Hey, Pinky. Interessant herauszufinden, ob ich den mit der Pistole killen kann und wie lange es dauert. Aber wisst ihr was? Der Plan wurde... Ich habe meinen Plan geändert. Death from above. Ist das auch Death from above? Anscheinend. Kann ich den Death from above? Ich weiß nicht, nee, ich weiß nicht. Take that! Schade. Keine Kettensägen-Munition.
Schau mal hier runter. Nur ein paar Collectibles. Die Musik ist eigentlich noch an, das heißt... Oh, okay. Habe ich ihn verarscht. Immer schön hoch und runter locken. Oh oh. Death from above! Dachte er, hä? Ja, die Railgun ist eigentlich ziemlich geil. Ich benutze sie fast zu wenig. Genauso wie die Chaingun. Bloß das Problem bei der Chaingun, finde ich, ist, dass die Munition so schnell ausgeht. Da benutze ich fast lieber die Heavy Assault Rifle. Immer diese Probleme. Immer diese Probleme, die keine Probleme sind. Und schrecklich. Da ist eine Field Drone. Nice. Könnt hier auch irgendwo versuchen runter zu hüpfen, dann bin ich da und nützt mir absolut gar nichts. Ja, okay. Vergesst es. Vergesst es einfach. Nein, bleib da! Wo zur Hölle fliegt die hin? Nimm das! Schön ein bisschen Sniperino. Bevor ich den Knopf drücke, kurz noch erforschen. Und vor allem will ich hier dieses, oh, Mega Health. I like. Dann kann ich ja jetzt in Ruhe dieses Ding aktivieren. Zwei so Enemies, die auf mich chargen, ey. Holy shit, ich hab die Tonne nicht erwischt. Oh oh. Oh oh.
komm. Ich brauch Munition. Der Trommelpuff. Gab's eigentlich fast. Oh, es ist ein Baron of Hell, Mann. Was nehme ich denn da am besten? Wieder. Oh, einfach mal dreimal ins Gesicht gesniped, dann war der weg. Ja, das ist elektrisches Wasser, da will ich nicht rein. Man kann aber auch außen rum gehen. Warte mal. Das ist bestimmt hier drin. Ja. Da oben ist es. Secret found. Ah, da ist der Combat Support Drone. Was wollen wir uns gönnen? Die Gatling haben wir halt irgendwie noch gar nicht gelevelt. Ist halt ein bisschen schade für die Gatling. Ja, dann machen wir hier doch den Gatling Rotator. Purchase. Kann ich schon mal zum Rotieren anfangen und dann direkt zum Holzen. Geil. Hier war jetzt gar nicht dieser Keycard-Typ. Achso, das war Weapon Mod. Mein Fehler. Der ist nämlich woanders. Er ist da drüben. Okay. Hä, aber wo genau ist der? Schaue ich jetzt gerade genau hin? Nein, der ist... Der ist dahin. Oben drin? Nein. Das muss ich noch. Oh mein Gott. Not even close. Das muss ich noch abchecken. Das sollte da drin sein. Ja. Wie kommt man da rein? Boys and Girls. Da muss es doch einen Trick geben, das gibt's doch nicht. Ja, halt die Klappe. Die Frage ist, komme ich da auch irgendwie anders rein? Ducksprung wie in Half-Life 2 funktioniert auch nicht. Ärgerlich. Vor allem, es scheint keinen anderen Weg da rein zu geben.
Gibt's hier noch irgendwo einen Knopf? Access denied. Yellow security clearance required. Ja, vielleicht geht's ja später auf. So, jetzt ist die Frage. Wo ist der Typ mit der gelben Keycard? Der muss doch hier irgendwo sein, oder? Put, 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 wo bist du? Liegt hier irgendwo eine Leiche rum, die ich übersehen habe? Da weitergegangen. Ich hab voll Leben. Ach, ich hab's gerade nur nicht gecheckt, okay. Nach links ist einfach nur Rüstung. Dann gehe ich erstmal nach links. Naja, die wollen, dass man ihnen hinterhergeht, aber nicht mit mir. Hat nicht als Death from Above gezählt. Aber ich meine, das ist ja nur ein Zeichen, dass hier erst recht was verheimlicht wird. Ja, da unten ist nämlich diese, die Rune. Und zwar ist es nicht ganz unten, sondern hier noch weiter oben. Ah ja. Und jetzt bin ich hinter diesem Zaun, wo ich vor 2 Episoden, glaube ich, gestanden bin und versucht habe, rüberzukommen. Dann machen wir mal das Bonus-Level. Aber leider erst in der nächsten Episode. Okay, das war fies. Aber trotzdem, schaltet wieder ein, wenn es heißt Bombi Plays Doom. Ich bin von den Weaklingen. Like und subscribe, wenn euch gefällt, was ihr seht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.